In diesem Come-to-Publish-Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ganz einfach in Adobe Illustrator eine optische Illusion erstellen können. Die Größe und das Ganze spielt mir jetzt keine Rolle. Da geht es mir diesmal nicht um die Größe, sondern wie man das erstellt. Sie werden erst ganz am Schluss verstehen, um was es geht. Also machen wir das mal Schritt für Schritt. Als erstes erstelle ich ein neues Dokument. Ich nehme wieder 100x100 mm, erstelle das Ganze. Und jetzt, als erstes mache ich immer das gleiche, Command und R, den Lineal einschalten, sonst alternativ Ansicht, wo haben wir Lineal ein- oder ausblenden. Command und R ist sicher ein Befehl, den Sie sich im Illustrator gut merken können. So, jetzt muss ich als nächstes sagen Ansicht, Hilfslinien, diese entsperren, weil ich brauche eine in der Mitte. Jetzt kann ich da einfach hin und kann die hier manuell eingeben. 50. Ich gehe hier hin und mache die auch auf 50. Das ist einfach so, dass ich die Mitte habe. Dann unbedingt wichtig, Ansicht, Hilfslinien, diese wieder sperren, sonst kommen die immer mit, kopiert man diese. Gut, jetzt ziehe ich hier oben einfach im oberen Teil eine Fläche auf. Und gebe der Flächenfarbe einen Verlauf. Den ändere ich jetzt über das Verlaufspanel. Ich sage hier mal, dass das um 90 Grad gedreht wird. Doppelklick auf die schwarze Farbe und hier nehme ich ein dunkelgrün. Und nehme ich ein dunkelblau, das ist ja der Himmel. Und ziehe das ein bisschen nach unten. So, noch ein bisschen mehr Himmel. Da können Sie auch mehrere Farben eingeben. Das geht mir jetzt nicht um das. Das kopiere ich jetzt mit gedrückter Alt- und Shift-Taste nach unten. Und hier muss ich einfach noch einen Doppelklick machen und das machen wir jetzt grün. Und dann haben wir so wie eine Wiese. Gut, das ist das Erste. Jetzt gehe ich auf die Ebenen. Ich mache hier einen Doppelklick und sage, das ist meine Hintergrundebene. Ich mache das mal, dann schütze ich das Ganze, gehe ganz nach unten und mache eine neue Ebene und auf dieser werden wir dann arbeiten. Also das da, das lassen wir jetzt sein. Für das Erste brauche ich wieder ein Rechteck, wir machen sogar ein Quadrat. Machen Sie ein Quadrat ungefähr hier oben. Das kommt da nicht so drauf an. Man kann das da auch noch in die Mitte schieben, wenn Sie möchten. Kommt auch nicht so ganz, können Sie auch noch ausrichten, spielt keine Rolle. So, dem gebe ich jetzt auch einen Verlauf und den müssen wir neu einrichten. Also hier minus 90, dass das Dunkle unten ist. Dann hier auf das Weiße einen Doppelklick und hier geben wir genau 60% ein. Ja? Jetzt haben wir das Ganze. Und diesen Regler, den schiebe ich jetzt noch hier unten auf ebenfalls 70%. Das kann man auch noch verschieben, das sieht einfach, ist wirklich einfach hier den gleichen Ton und nachher wird es dunkler. Jetzt ändern wir diese Sache noch ein bisschen, das heißt, ich mache hier runde Ecken, sieht dann auch ein bisschen spannender aus. Dann gehe ich hier auf dieses Tool, auf das frei transformieren Werkzeug, oder der Buchstabe E. Und jetzt muss ich das hier nehmen, perspektivisch verzerren. Mit gedrückter Shift-Taste gehe ich hier ein bisschen nach innen. Sie können auch das Gegenteil machen, hier noch ein bisschen nach außen. Und dann haben wir mal eine spannende Figur. So, diese Figur kopieren wir jetzt nach unten. Und hier haben Sie ja das Spiegeln-Werkzeug, Doppelklick darauf. Vorschau ein und jetzt können wir das horizontal spiegeln und dann sieht das so aus. Okay. Und jetzt gehe ich auf den schwarzen Pfeil und ändere das hier. Und zwar nur ändere ich das Schwarz in Weiß. Okay. Jetzt sage ich mal Ansicht, Hilfslinien, Hilfslinien ausblenden. Und Sie sehen, wir wissen jetzt genau, das da ist wirklich dieses 60%, oder? Und auch das obere hier ist
60%, also das gleiche Grau. Sieht aber ganz anders aus. Jetzt machen Sie einfach mal eine schwarze Fläche, ziehen das darüber, sagen dem, ich bin schwarz, und dann können Sie wirklich kontrollieren, dass das das Ganze ist. Sie können noch besser, können Sie den Hintergrund ausblenden, dann sehen Sie genau, das und das ist die gleiche Farbe, das sieht man recht gut. Wenn ich das wieder einstelle, ein bisschen weniger gut. Wenn ich die schwarze Fläche lösche, ist es wirklich wie eine optische Illusion, aber die Farbe ist genau die gleiche. So einfach können Sie eine optische Illusion in Adobe Illustrator herstellen.